Das ist unfassbar. Also in welchem Gesetz steht es jetzt nochmal, dass Sie Ausweise kontrollieren dürfen? Wer sind Sie eigentlich, dass Sie das dürfen? Sie sind vom Sicherheitsdienst. Sie sind vom Sicherheitsdienst. Ja. Ach, und der Sicherheitsdienst darf jetzt schon Blockwart spielen und meinen Reisepass kontrollieren, meinen Ausweis, meinen Impfausweis? Das dürfen Sie alle? Ja. Das steht wo? In welchem Gesetz steht das? In meiner Dienstanweisung. Okay, und in welchem Gesetz steht das? Weil eine Dienstanweisung ist kein Gesetz. Die Polizei kann in welchem Gesetz steht denn das? Ich spreche gar nicht mit Ihnen. Warum denn nicht? Und wenn Sie nicht das Gebäude verlassen, kommt die Polizei. Ich hole meinen Ausweis ab. Wo sind wir denn hier? Ich mache einen Ausweis und den kriege ich nicht. Wo sind wir denn? Was ist denn das? Vor einer Woche galt die Regel aber noch nicht. Und am Telefon hat Frau Hammer mir das nicht gesagt. Dann müssen Sie mir das zuschicken, oder was? Wo sind wir denn? Also jetzt mal im Ernst. Ich habe einen Attest, also es geht ja wohl los, oder was? Dann können Sie es doch sagen und dann einfach nur den Impfausweis vorzeigen. Ich habe keinen Impfausweis. Sind Sie getestet? Was geht Sie das an? Ach, jetzt lassen Sie mich in Ruhe. Ich glaube, es hackt also, ehrlich. Meine Güte, das ist ja nicht zu fassen, was hier abgeht in diesem Land, echt. Und ihr macht alle mit, ne? Ihr macht alle mit. 1933, guckt in die Geschichtsbücher, wirklich. Genau so war es, genau so. Sie können mir genau so war es. Nee, ich brauche Ihnen nicht erzählen, da muss man nur ein bisschen Verstand für einschalten. Also wirklich unfassbar. Fehlen noch die Pfeile auf dem Boden. Soll ich um den Kreis rumlaufen? Also was ist denn mit Ihnen los? Sagen Sie mal, Sie haben doch echt einen Schaden. Ach, jetzt hören Sie auf, ich gehe nicht hinten raus. Sag mal, hier musst du lang. Auch passen Sie mich nicht ich an. Fass Sie doch nehmen Sie Abstand, anderthalb Meter Abstand. Was ist denn jetzt? Ich kriege den Reisepass nicht. Okay. Ich habe die Dame wirklich gebeten. Die Frau Hamann hat mir am Telefon nichts gesagt, dass hier 3G plötzlich gilt. Ja, wir brauchen einen Ausweis. Ja, ich muss einen, ich darf niemanden reinlassen, hier 2G-Regel. Ja, okay, aber wir brauchen den Ausweis unserer Tochter, dann müssen Sie uns den rausholen. Ja, finden Sie dafür eine Lösung, anders geht's ja, nicht. Ja, ich möchte nur einen Ausweis, dass sie das auch wirklich ist, ich darf sonst nicht. Also Ihnen zeige ich das nicht, Sie sind irgendein Sicherheitspersonal. Sie sind ja Ordnungsamt. Ja. Sie sind auch Ordnungsamt, Sie haben doch die Polizei gerufen. Der Name sagt es doch schon. Ja, wirklich. Ich bin vom Sicherheitsdienst. Ja, okay. Und der Name sagt es auch. Ich bin hier im Haus dafür zuständig, die Impfteste oder die Negativteste. Ich möchte den Reisepass meiner Tochter. Nein! Ja, anders geht es. Wie bitte? Ich habe das Scheißding bezahlt. Ja. Will mich das Land jetzt einsperren? Nein, oder? Ja, ganz offensichtlich. Ich teste mich nicht. Jetzt bitte nein! Ja, wir warten auf die Kollegen der ja, wir warten gerne auf die Kollegen der Polizei. Oh Gott, ey. Wen können Sie kriegen? Ich teste mich nicht. Ich teste es freiwillig. Nein. Sind Sie alle nicht mehr ganz frisch oder was? Also jetzt im Ernst. Ich also Sie haben die Möglichkeit, jetzt rauszugehen oder rauszubewegen. Sie warten draußen. Das ist ein öffentliches Gebäude. Hören Sie auf, in einem Amt. Das ist mein Gebäude und für Sie hier. Weil, warum nicht? Weil Sie keinen Mundschutz tragen. Weil Sie ich hatte eine Befreiung. Ja, das ist ja gut. Dann gehen Sie bitte raus. Nein, das ist ja schon eine Befreiung. Ja, bitte schön. Problem hier. Wir möchten gerne den Reisepass unserer Tochter abholen. Ich hier okay. Im Haus bestehende 3G-Regeln. Ja. Ich bin vom Sicherheitsdienst und kontrolliere halt die Impfteste, Negativteste und diesen Nachweise. Ja. Hier ist Maskenpflicht. Die Frau möchte mir nichts von dem vorzeigen, möchte sich auch keine Maske aufsetzen. Ich habe sie höflich gebeten, mir etwas zu zeigen.
zeigen, damit sie rein darf. Sie möchte mir nichts zeigen, nachdem sie das Haus in anderen Kunden durchlassen will. Jetzt weigert sie dann natürlich, das Gebäude zu verlassen. Okay. Also, egal, auch wenn Sie einen Attest haben, es besteht auch, Sie können sich trotzdem testen lassen. Das ist mich nicht. Die Testungen sind freiwillig. Das ist so. Ja, aber dann können Sie nicht rein. Vor 3 Wochen habe ich diesen Ausweis beantragt. Dann möchte ich bitte, dass Sie den jetzt für mich holen. Wer möchte den Ausweis übertragen? Irgendwie muss ich ja diesen Ausweis kriegen. Was spricht denn gegen einen Test? Dann kommen Sie doch ich hier teste rein. Mich nicht. Warum denn nicht? Weil ich es nicht mache. Dann müssen Sie auch nicht einmal hier an und dann sollen Sie den per Post zuschicken, Sie Ihre Anschrift. Ja, das ist ja gerne. Dann sollen Sie den finden. Aber am Telefon hat Frau Hamann mir nichts gesagt, dass hier drei Gegenstände gilt. Ich habe gerade angerufen von einer halben Stunde. Hat sie mir nichts gesagt? Hat sie mir nicht gesagt? Hätte ich das gewusst, ja. Dann rufen Sie nochmal an und Nee. Überhaupt nicht. Ja, finde ich auch lustig. Ja. So eine Einstellung. Ja, ne? Also testen sowas, das ist ja gar kein Problem. Also, warum ist das ja kein Problem? Mit einem Attest. Also, okay, dann zeigen Sie mir mal, besteht, dass ich nicht testen muss, das ist verpflichtet. Ich habe da gar keinen Bock drauf. Sie haben hier gekriegt. So, alles rein, klar. Einmal. Okay, ich filme das jetzt, weil Sie sind ja im öffentlichen Dienst. Also ich habe jetzt echt die Schnauze voll. Doch, Sie sind im öffentlichen Dienst. Hochladen? Das darf ich, weil Sie sind im öffentlichen Dienst. Das ist kein privates Gespräch. Wenn Sie mein und das gesprochene Wort von uns das aufnehmen, gesprochene Wort nehme ich auf. Und das ist das ein, nehmen Sie auf und ja. Das ist eine Strafe. Nein, ist es nicht, weil Sie das im öffentlichen Wort. Dienst tätig sind. Und das hier gerade öffentlich ist, weil Sie ja gerade im Amt tätig sind. Oder ist das ein privates Gespräch? Ja, wie kriegen wir das jetzt? Okay, wir brauchen unseren Ausweis. Das Telefon klären dann. Ist das auch ein Witz? Ja, lachen Sie selber, ne? Das finde ich super. Finde ich gut, dass die Polizei schon selber darüber lacht. Ja, unfassbar. Dieses Land hier so macht also wirklich nur Blockwarte, echt. 1933. So, vor der Tür hätte ich auch gerne die Ausweise kommen. Wofür? Die Ausweise hätte ich gerne. Hast du deinen Ausweis mit? Mit welcher Begründung möchten Sie meinen Ausweis sehen? Auf dem Wege der Gefahrenabwehr. In welcher Form besteht eine Gefahrenabwehr? Weil Sie hier die privaten Rechte. Ich habe mich im öffentlichen Raum bewegt. Das ist ein Bürgeramt, wie Sie schon sagen. Welche privaten Rechte? Welche privaten Rechte des Bürgeramtes? Das will ich hier von Ihnen auch nicht filmen. Doch? So. Wollen Sie das hochladen? Sie sind doch jetzt gerade öffentlich tätig. Also das Einzige, tätig. Was ich mache, ist beweislich. Richtig. Weswegen denn? Weil Sie hierher hier kommen. Weil Sie gerade was veranstalten und von mir einen Ausweis sehen wollen und mir keine Begründung dafür machen. Ich habe Ihnen das gerade mitgeteilt. Nee, haben Sie nicht. Nee. Sie nach, was ist komplett genau Ihre Begründung, warum Paragraph Sie meinen Ausweis 181 LVWG, lesen Sie das nach. Was steht denn da drin? Zum Abwehr einer im Einzelfall bevorstehenden Gefahr. Und was war jetzt die bevorstehende Gefahr? So Hausfriedensbruch. Hausfriedensbruch. Das ist die Gefahr. Hausfriedensbruch. Okay, also. Welche noch? Ich habe meinen Ausweis vergessen, habe ich nicht mit. Ja, dann kommen Sie mit zur Polizei, ich spiele einmal rüber zur Personaleinfeststellung. Wenn Sie keinen Ausweis dabei haben. Ich glaube es nicht. Ne? Sie auch nicht dabei? Weiß ich nicht. Wissen Sie nicht? Nee. Nee, wissen wir nicht. Zum Durchsetzen, Sie haben einen Platzverweis von uns hier erhalten. Den habe ich erhalten? Ja. Aha, okay. So, und müssen Sie uns nicht auch erstmal, also Moment mal. Wenn Sie unsere Personalien sehen wollen, dann müssen Sie uns ja auch erstmal über die Rechte aufklären, weshalb das jetzt so ist. Das haben Sie nicht getan. Das habe ich getan. Nein, machen Sie das mal ausführlich. Im zweiten. So, Sie haben einen Platzverweis erhalten von mir. Okay. Ich muss. Warum haben Sie diesen Platzverweis erhalten? Weil Sie dann nicht mehr gewünscht sind. Sie haben das ist doch keine Antwort. Entschuldigung, ja. Sie sind Polizeibeamter. Sie müssen das auch schon ordentlich sagen. Sie da drinnen haben das Haus weg. Sie fassen mich jetzt nicht an. Die Security Sie fassen mich nicht an. Sie halten jetzt Abstand ein. Anderthalb Meter und Sie fassen mich nicht an. Sie werden zur Waffe gehen? Zur Waffe? Zur Waffe, hören Sie doch mal zu. Ja, ich verstehe Sie leider nicht wegen Ihrer Maske. Ja. So, ich erkläre es Ihnen nochmal. Sie haben hier einen Platzverweis erhalten. Okay, das bedeutet was? Was bedeutet das jetzt?
muss die Personalien überprüfen. Was bedeutet denn der Platzverweis? Das verstehe ich schon gar nicht. Dass Sie heute nicht mehr rein dürfen. Ah, heute darf ich nicht mehr rein? Nein. Ah, okay. Genau. Am Montag darf ich aber wieder. Das müssen Sie telefonisch abklären. Wenn Sie einen Test haben, werden Sie auch am Montag nicht wieder rein dürfen. Der herrscht ja 3G. Da dürfen Sie nicht rein. Ja, aber wieso? Ich sage mir im Test. Das sind Schwanz. Ja, wie kriege ich denn jetzt den Ausweis? Also es gibt doch den Nürnberger Kodex. Das heißt, niemand darf irgendwas in mich einführen. Das bedeutet, ich mache alles freiwillig. Einen freiwilligen Test mache ich nicht. Ich stecke nichts in irgendeine Körperöffnung von mir. Das heißt, das Ganze beißt sich irgendwie in Schwanz. Ja, das ist ja schließlich das Rathaus. Sie sind auch nicht gezwungen. Naja, ich brauche aber einen Ausweis für meinen Tochter. Ja, und den kann man telefonisch Rücksprache halten. Dann müssen Sie telefonisch Rücksprache halten, dass das zugeschickt werden muss oder wie auch immer. Müssen Sie das mit denen klären. Das können wir auch nicht für Sie regeln. Ach so, was können Sie denn regeln? Wir sind jetzt nur da, dass Sie aus dem Haus gehen, aus dem Rathaus gehen. Okay, sind wir ja. Ja, genau. Gut. Und jetzt brauchen wir einmal Ihre Personalien. Wofür nochmal? Also das verstehe ich jetzt noch nicht. Weil Sie einen Platzverweis haben für diese Örtlichkeit und ihr müsst vorher bestimmt werden an Ihre Person. An meine Person? Genau. Ah, okay. So. Und deswegen würde ich Sie einmal bitten, wir gehen einmal zur Wache rüber und dann nehmen wir die Personalien auf. Andernfalls werde ich Sie im Streifenwagen. Ah ja! Verbringen, wenn Sie das möchten. So. Ich glaube das nicht. Ja, alles klar. Das ist ja wohl unfassbar, ey. Ich kann nicht mehr. Ich gehe ordnungsgemäß über die Straße. Habe ich so gelernt. Oh Mann, ey. Es ist unfassbar, wo wir hier gelandet sind. Wie lange machen Sie das noch mit? Jetzt mal ernsthaft. Mit den Masken. Das ist jetzt wirklich eine ernst gemeinte Frage. Finden Sie das in Ordnung, so eine Sachen durchzusetzen? Ja, das ach, wirklich? Stört mich ja nicht. Oh, krass. Das ist krass. Haben Sie eine Dienstnummer auf Ihrem irgendwo draufstehen? Ja, die habe ich vergessen. Ach, die haben Sie vergessen? Das finde ich ja interessant. Also, Sie können gleich auf die Dann würde ich gerne Namen den geben. Namen haben, ja. Wenn Sie den Dienst oder die Nummer vergessen. Krass. Also, menschlich gesehen finden Sie es auch völlig in Ordnung. Herr Eggert? Menschlich gesehen finden Sie das in Ordnung, was hier derzeit durchgesetzt wird? Ja, okay. Ah, okay. Schön. Ja, krass, ja. Also. Menschlich gesehen war es in Ordnung. Möchten Sie auf der Dienststelle auch Angebote erhalten? Oh, das ist krass. Die können Sie auch das haben Sie gesagt? Ja, das habe ich gesagt. Oh, das stört mich auch nicht. Sie sehen sich aber auch ganz schön aus dem Fenster, ne? Finde ich krass. Straftatbestand? Straftatbestand, ja. Verleumdung? Ja. Ach, dürfen wir denn hier eigentlich rein? Oh. Ich frage jetzt nur wegen 3G. Ja, wir werden ja ganz. Ach, wegen 3G, das geht. Ah, cool. Ist das krass. Die Dienstnummer will ich noch. Ist das krass. Die Polizei hat nichts mehr zu tun. Guten Tag. Hast du Maske dabei? Nein. Schlecht, ich gebe Ihnen eine. Nee, wir tragen keine. Was ist das krass, ey? Was ist das hier für ein... Oh Gott, krass, echt. Das ist ja unfassbar hier, echt. Guten Tag.
ich frage Sie jetzt nochmal, wollen Sie Ihren Personalausweis freiwillig rausgeben oder sollen Sie durchsuchen? Was? Wie bitte? Sie haben doch gesagt, Personalienfeststellung, das können Sie doch auch anders. Ja, aber wenn Sie keinen Personalausweis dabei haben, dann müssen wir einmal gucken, ob Sie einen dabei haben. Das ist jetzt ein Scherz, glaube ich. Also das muss ich jetzt nochmal. Entschuldigung. Ja, alles. Ich hätte gerne Ihren Namen auch nochmal. Ja. Das weil wir keinen Personalausweis. Genau, weil Sie keinen Personalausweis vorlegen wollen. Da wollen Sie uns durchsuchen. In alle Körperöffnungen gucken, wo der drin steckt, oder wie? Nee, ich will gucken, ob Sie einen Personalausweis dabei haben. Nicht in allen Körperöffnungen, da habe ich auch keine Lust drauf. Ist das krass, ey. Das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin sprachlos. Ich guck mal, ob ich meinen dabei habe. Das wäre super. Ja, ne? Aber ich hätte gerne noch. Also vorher möchte ich aber Ihren Namen wissen. 4813. 4813 ist Ihr Name. Und Ihr Name? Warum haben Sie denn Ihren Namen da nicht drauf? 4813. Also Sie müssen doch als Polizeibeamter ordnungsmäßig ausgestattet sein und alles tragen. Das weiß ich. Das wissen Sie. Ja, wo steht das denn? Wo steht das denn? Bestimmt in Ihrer Dienstanweisung. Oh, ich habe meinen Ausweis gefunden. Also wie war Ihre Nummer? Ich habe das nicht verstanden. 4813. 4813. Mhm. Aha. Gut. Und warum brauchen Sie den jetzt nochmal? Weil wir was begangen haben? Eine schwere Straftat? Nein, für den Platzverweis. Das hat der Kollege gerade eben auch schon erzählt, das brauchen wir nicht jetzt hier achtmal erzählen. Naja, wenn ich achtmal frage, dann ja schon, ne? Nee, ich brauche naja, nicht doch. Achtmal dieselbe Antwort geben. Aber Sie sind ja Polizisten und im öffentlichen Dienst tätig. Ich habe nicht gezwungen, achtmal dieselbe Antwort gegeben. Ach so. Und vor allem nicht, wenn Sie mich die ganze Zeit dabei filmen. Ist ja geil, echt, was im Rahmen steht. Das ist ja echt kranker Scheiß, ne? Finden Sie das alle gut, was Sie da machen, dass Sie sowas feststellen müssen? Ich krieg gar keine Antwort. Von den Polizeibeamten kriegt man gar keine Antwort mehr. Das ist unglaublich. Unfassbar, was hier abgeht in diesem Land, echt. Mhm. Und vor allem das Schlimme ist, dass sie alle mitmachen. Mhm. Sie machen alle mit. Sie machen alle mit, obwohl sie auch demonstrieren können. Was sie alle nicht tun, weil sie Angst haben. Unfassbar, echt. Und man hat ja sogar die Pflicht zu demonstrieren. Ne? Ich wollte nochmal nachklappern für den 01 Polizeiauftrag. Bitteschön. Dankeschön. Bitteschön. Also nochmal, für den heutigen Tag dürfen Sie nicht ins Rathaus mehr. Alles klar. Den Platzverweis erhalten. Ja. Kriege ich den auch schriftlich oder reicht das so? Nee, das reicht mündlich. Ach, das reicht so. Das ist ein mündlicher Verwaltungsakt, den brauche ich nicht schriftlich. Alles klar. Ja? Ja. Haben Sie verstanden? Habe ich verstanden, war nur eine Alles Frage. Klar. Ja, dann müssen Sie das telefonisch klären, wie Sie da an den Reihen kommen. Ich habe jetzt die Nachricht erhalten, dass Sie da ein Hausverbot bekommen werden. Das ist eine Sache vom Rathaus, das kriegen Sie schriftlich nochmal. Da hat die Polizei auch nichts mit zu tun. Also das bedeutet ja dann für mich, dass ich dann im Rathaus nie wieder einen Ausweis beantragen darf? Oder wie läuft das dann? Das müssen Sie mit dem Rathaus tun. Das wissen Sie nicht. Das weiß ich nicht. Das ja, wollte ich Ihnen nur schon mal mitbringen. Das müssen Sie mit dem Rathaus absprechen. Das ist eine Sache vom Rathaus, wie das läuft. Kann ich Ihnen auch nicht sagen. Ja, alles klar. Alles klar. Das geht alles automatisch. Oh, schön. Ich ziehe trotzdem. Ja. Tschüss. Oh mein Gott, ey. Das ist alles vollautomatisch hier.